Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus, ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Euro Truck Simulator 2 in der Version 1.32. Haben wir, ihr seht es schon, den Big Heavy Pack 3.7. Ja, und da geht es natürlich um schwere Frachten, unterschiedliche Frachten, unterschiedliche Trailer. Und ja, haltet euch fest, das ist 852 MB groß. Also ordentlich. Also ich denke mal, da wird für jeden irgendwas dabei sein. Und bevor wir uns den jetzt nochmal genauer angucken, den Goldhofer Trailer mit Fracht, ja, gucken wir erstmal, wie schwer ist das? Genau, das ist ein Pipeline-Rohr, 23 Tonnen. Und dann gehen wir einfach mal in den Frachtmarkt. Wenn ihr da schnell was suchen wollt, ja, ist natürlich einfach auf das Gewicht gehen und hier hat man die Standard-Trailer und dann werden wir die ersten auch schon sehen. Hier zum Beispiel so eine Asphaltfräse, dann haben wir hier noch ein Boot, dann haben wir noch einen Bulldozer, Mähdrescher und dann sind hier auch noch andere Frachten, so eine ja, 40-Fuß-Container, glaube so werden die genannt. Und ja, hier steht es, ich denke mal, das wird so genannt. Und die sind auch schon ziemlich schwer, auch richtig cool anzusehen. Und dann sehen wir hier noch andere. Aber um einen genaueren Blick drauf zu werfen, gehen wir doch einfach mal hier in den Bereich. Und wir zappen einfach mal schnell so durch. Ich habe hier nicht großartig Trailer-Packs drin. Das sind die Standardsachen, das ist alles noch Standard und hier fängt es, glaube ich, schon an. Das könnte auch schon einer sein, der hier drin ist in unterschiedlichen Lackierungen. Das sehen wir ja, ne? Da haben wir ein bisschen Auswahl. Und hier fängt es an mit den 40-Fuß-Containern. Ich persönlich habe so eine Auflieger noch nicht gesehen. Ob die oben im Norden irgendwo unterwegs sind, ja. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Hier passen nämlich zwei so drauf. Aber ich glaube, auf den normalen Standardauflegern passen auch zwei drauf. Was für Vorteile bringt das uns? Hat das was damit zu tun, dass die vielleicht nur ein bisschen rangieren hier auf dem Terminalgelände, wo die Schiffe ankommen? Oder hat das was damit zu tun, dass die Achslast dadurch höher getrieben werden kann? Bitte mal in die Kommentare, das würde mich mal interessieren und vielleicht den einen oder anderen auch. So, ich denke mal, wir haben jetzt erstmal ein paar Firmen hier durchgesäppt und dann gehen wir mal weiter. Und jetzt haben wir hier so einen richtig großen Container, der ist... Warum macht man das nicht, ja? Mehr solcher Auflieger und wenn zwei wirklich große Strecken sind, ja, sagen wir von Italien oder von Frankreich, dann einfach rauf auf die Bahn. Und dann fährt man ran, zack, umgeladen. Naja, gut, das hatten wir alles schon mal, das Thema, ne? Was uns da noch fehlt, ein bisschen Bahnstrecke. Oh, hier so ein bisschen dreckig. Ja, fehlt uns ja natürlich auch noch ein bisschen im Spiel. Schön viele, ja, unterschiedliche Lackierungen. Ja, sieht gut aus. Gut, der müsste jetzt auch irgendwie neu sein. Hier drinne Kohle, Kies. Ja, habe ich noch nicht gesehen, diesen Auflieger. Okay. Und hier jetzt kommen diese richtig großen, ja. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Achsen. Und davon sind 3, ja, hydraulisch, ja, Höhen und Tiefen verstellbar. So, jetzt haben wir es. So, die Fräse, das scheint aus dem Originalspiel zu sein. Es gibt hier in den Mod, gibt es zwei Sachen. Einmal für ATS, also... ATS-Fahrzeuge hier drauf und normale. So, hier haben wir noch einen Flieger. Hier haben wir auch noch mal für Bitum, Asphalt oder so, für die Straße. Da wird es hier reingekippt und dann geht es los. Wird es dann langgezogen. Ein altes Boot. Gut, die Texturen. Ich finde das Rot so ein bisschen übertrieben. Ne? Hier noch unsere Raupe. Hier haben wir noch einen Case-Dröscher. Den 9230. Hier auch noch so eine Bohrer. Ein Driller, gut. Hier noch ein altes Rohr. Ja, das sind Assets, die man ja schon irgendwo tausendmal gesehen hat. Ne? So, da haben wir es, ich glaube, alle Assets gesehen. Jetzt haben wir noch einen anderen.
3, 4, 5, 6, 7. Der hat hier so eine Verlängerung. Das ist wahrscheinlich ein Gerät für einen Kran. Hier ein Brücken. Bogen. Hier noch irgendwelche ein Zeppelin. Ja, hier. Das Rohr haben wir auch. Die Pipeline nur auf einem anderen Aufleger. So, jetzt haben wir alle gesehen. Jetzt haben wir das guckt euch mal an, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Achsen. Dann haben wir einen kleinen. Hier ist ein Ochse oben. Ja, die Texturen, das ist halt. Dann würde ich wieder sagen, lieber weniger. Als. Die sieht ja noch ganz okay aus. Das war wahrscheinlich vom Ruder, ne? Ja, hier steht der. Für ein großes Schiff. Das ist, ja, aber so eine Textur will ich eigentlich. Das ist noch cool. Ja? Mal. Ja, aber sowas hier, ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Da will ich nicht unterwegs fahren. Ja, alte Dinosaurier, ja, toll. Elefant. So, jetzt haben wir auch wieder einen ganz anderen Auflieger. Der wird quasi durch, ich denke mal, so eine Spezialanfertigung nur für so eine Rohre. Der Anhänger hier. Finde ich. Na, hier, Werbung. Oh. Gut. Der Auflieger gefällt mir schon viel, viel besser. Ja, von den Farben her sieht der eindeutig interessanter aus, der Auflieger. Aber ist wie gesagt auch Geschmackssache. Hier, das ist auch wieder eine schöne Fracht. Die sieht auch detailliert aus. Aber hier, wenn ich das hier angucke, ja, oder die Eisenbahn, das ist immer. Immer schwierig. Hier das Boot, das geht auch noch. Das könnte man auch fahren. So, dann haben wir das. Hier kommt jetzt wieder eine andere Sorte von Auflieger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auch wieder ein 10-Achser mit Lift- und Nicht-Lift-Achsen. Und da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen schneller durch. Das sind die gleichen Frachten, die wir gerade eben gesehen haben. So, das ist auch Standard. Und hier haben wir noch mal eine kleinere Version. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein, ich denke mal, so ein Element für so eine Fabrik hier, so eine Nottreppe, ne, könnte man sagen. Oh, das sind auch ein paar schöne dabei. Hier, da merkt man auch, der Bagger ist super interessant, aber ja, Detailgrad nicht so schön. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ah, Funkanlage. So, hier haben wir noch mal eine andere Version. Und hier auch noch eine. Und das ist natürlich richtig schön, ne? Wenn die jetzt da so draußen sitzen. Ey, das ist cool. Das ist wirklich. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache hier. Machen sie da ihr Picknick. Herrlich. Ey, das ist der Elefant, das ist affig. Hier noch ein bisschen Stroh. Kann ja auch sein. Was ist das hier? Hier eine olle große Kanone, Häuschen. Ah, da sind schon ein paar gute dabei. So. Auch hier. Kögelanhänger, ist das? Und dann denke ich mal, haben wir alles gesehen. Hier sind jetzt für ein ATS, sind jetzt auch ein paar Sachen da. Ja. Habe ich ja gesagt, aber das. Hier ist auch noch ein bisschen was Military. Was haben wir da alles? Ja, da sind auch manche Panzer hier, der SPW oder wie der heißt. Weil die Texturen einfach nicht so dolle sind, ne? Hier schöner Panzer, die Rakete. Jetzt geht es eigentlich nur darum, machen wir mal so hier.
Der Anhänger bleibt so. So haben wir alle gesehen. Das ist ein schöner Kiesaufleger. Der sieht gut aus. Oder Kohle. Kies. Erz. Der Anhänger, der sieht schön aus. Ja. Kenne ich gar nicht die Firma, aber okay. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Mann, Mann, Mann. Das ist, glaube ich, Standard. Und hier, ja, warum nicht? Warum kann man das nicht so richtig schön animiert machen, ne? Das wäre doch total spritzig. Ja, dass hier die Plan aufgeht und dann oder einfach nur so dargestellt wird. Finde ich total interessant. Oh, und hier fehlt irgendwas. Baumstämme. So, die wurden jetzt irgendwie nicht, komischerweise nicht angezeigt. Warum, weshalb, wieso? Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch nur bei mir so. Hier werden die LKWs nicht angezeigt. Vielleicht muss man die erst abholen. Da scheint irgendwo bei mir persönlich irgendwo ein Fehler zu sein. Naja. Hier ist keine Fracht. Ja, okay, lassen wir das erstmal. Ich will mal schnell schauen, ob man nicht hier vielleicht noch eigene Trailer irgendwas machen kann. Es wird jetzt gar nicht irgendwie angezeigt. Irgendwie will das Spiel jetzt nicht meine Trailer anzeigen. Ja, muss irgendwas deaktiviert sein. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Gut. Alles klar, aber das funktioniert. Dann gucken wir uns wenigstens den Trailer hier noch ganz kurz an. Sonst wird es hier zu weit. Und dann sehen wir auch gleich, wie die Achsen so mitgehen. Und ich mache das natürlich mit Absicht, jetzt hier über die Bordsteinkante fahren, um euch da mal zu zeigen, wie jetzt hier die Achsen sich bewegen. Ja, schön. Herrlich. Ich glaube auch wieder 10 Achsen, ne? Jetzt versuchen wir mal da vorne hier so lang zu kommen. Schauen wir uns das einfach mal an. Wo ist er denn jetzt? Da, kommt da. Schön, guckt euch an, wie die Achsen alle funktionieren. So, gut. Scheint alles richtig zu gehen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, dass ihr euch ja, mal anzugucken. Und dann könnt ihr auch einen Daumen geben oder halt mir folgen, wenn ihr es möchtet. Und wenn ihr selber dieses kleine Problem habt, dann könnt ihr das mal reinschreiben, ob ihr das dann auch hattet. Aber jetzt soll es sein, reichen. Ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.